Dann geht's ohne Unschweife jetzt direkt ins Q3, wo wir mal wieder vertreten sind mit einem Fahrer. Diesmal natürlich mit Becker. Aber okay, er darf rausfahren. Wir haben noch drei Sätze plus noch zwei fürs Rennen dann. Das heißt, wir können hier alles verbraten, was wir haben jetzt. Vielleicht starten wir nicht als Zehnter. Aber wenn Becker natürlich die Form jetzt mal steigern könnte, aber nee, er verliert schon wieder. Das ist unglaublich, dass der die Zeiten eigentlich oder seine Form immer so schnell verliert. Das ist ein bisschen der Knackpunkt gerade. Aber man muss überlegen, wir haben wirklich gerade die Energie nicht eingeschaltet. Also dann muss ich wirklich sagen, bin ich ziemlich zufrieden. Also die Runde ist scheinbar ziemlich gut. Oder die von Levkov ist ziemlich schlecht. Er hat fast seine Zeit vom ersten Mal sogar fast schon getoppt. Mahdi war nochmal einen Tick schneller. Und dann gucken wir mal, wie die anderen noch fahren. Navarro war langsamer. Moringio, der wird vermutlich Bestzeit fahren. Und Surikov dahinter. Also wir sind seit 8er. Nicht schlecht. Aber ich glaube, da ist noch was drin für Becker. Wenn er natürlich seine Form erhöht. Und er erhöht sie jetzt. Endlich mal. Oh, jetzt wird das ganze Zeit... Ach so, ich dachte schon, wird die ganze Zeit angezeigt. So, und Beckers erster Sektor. Nicht besser. Wenn er seine Form jetzt steigt. Zweiter Sektor ist Verbesserung. Also ist möglich, aber natürlich legen die auch nochmal nach. Na, ist zwar eine Verbesserung, aber... Nur ein paar Tausendstel. Gucken wir kurz Surikov an. Was der dahin zaubern kann. Er hat natürlich ein bisschen stärkere Form gerade. Und erster Sektor nicht verbessert. Zweiter Sektor auch nicht. Also wenn er jetzt im letzten nicht zaubert. Nee. Schon mal gut für uns natürlich. Jetzt reizen wir natürlich die Zeit wieder komplett aus. Die Frage ist nur, ob er nochmal rausfährt. Ja Leute, ihr seid ziemlich früh draußen. Problem ist, die fangen natürlich dann ihre langsame Runde, wenn wir auf unsere Schneller gehen. Dementsprechend doch nicht ganz so gut. Wir sind viel zu schnell unterwegs. Okay, jetzt kommen nochmal Bestzeiten. Navarro wird sich verbessern. Nee, oder der nicht. Schon mal gut für uns. Das heißt, wir sind auf jeden Fall Achter. Ich bin schon mal gespannt, ob Becker sich wirklich verbessern kann oder nicht. Seine Form sinken wieder ein bisschen. Erster Sektor, oh, braucht man auf seine eigene Zeit. 1,1 Sekunden. Oh, wenn er nichts... Na, ich bin mal gespannt. Und... Ja, er konnte sich verbessern. Aber hat auch wieder nicht gereicht für Platz 7. Aber okay. Nur ein Zehntel hinter Kitano. Zurzeit sind wir Vierter. Wenn wir dieses Ergebnis haben, dann verlieren wir einen Punkt nur. Würde ich sogar direkt unterschreiben. Naja, er konnte sich nochmal etwas verbessern von seiner Zeit her. Am Qualifying sind wir definitiv nicht auf Top-Niveau. Aber okay, die ersten drei sind, was das angeht, auch ein bisschen weiter weg. Das nächste Ziel wird dann sein, irgendwann Panther anzugreifen. So, jetzt erstmal Gewichtsreduzierung. Natürlich ein bisschen Leistung hier rauskitzeln. Aus dem ganzen Fahrzeug. So, 85. 85. Nehmen wir hier 7. 87 bitte. Jetzt würde ich gerne 80 haben. Alles, was auf 100 ist, auf 80. Was nicht kritisch, auf 80. Der Rest geht auf 85. Oder geben wir 87. So, auf beide Fahrzeuge anwenden. Das heißt, wir haben 300 Punkte Leistung gewonnen und 100% abgegeben an Zuverlässigkeit von 600%. Okay, wir können natürlich ein bisschen die weichen Reifen schonen. Oder wir gehen dann auf weich und fahren dann dementsprechend einen Tick schneller. Werden wir mal machen auf jeden Fall, als Sicherheitsgründen. So, den mittleren können wir überhaupt nicht gebrauchen. Du startest mit sehr weich, würde ich sogar sagen. Schauen wir mal, wie viele Runden wir genau haben. Das dürfte natürlich ein bisschen anders sein.
31 Runden Softreifen halten 17 Runden. Also das heißt, ein Stopp mit nur Soft. Das heißt, wir gehen bei ihm auf jeden Fall wieder die Variante. Hier oben. Gehen hier auf die weiche Variante. Dann fährt er halt ein bisschen härter, aber er muss halt nur einmal in die Box. Was auf der Strecke eigentlich auch nicht so das Problem eigentlich ist. Aber okay. Er geht dann auf jeden Fall auch auf Soft und dann vielleicht nochmal am Schluss auf Ultra Soft. Dann könnten wir theoretisch auch die weichen Reifen benutzen. So, natürlich am Anfang stark pushen, damit die Reifen auf Temperatur kommen. Kommt Regen? Ne, die ersten 16 Runden sehe ich jetzt zumindest kein Regen. Oh, Rosini führt vor Steinmann. Alter, ist an sich aber auch alles schon gegessen. Ja, die Form vom Becker wird vermutlich wieder schrumpfen erstmal. Kein guter Start. Radmanovic schon vorbei. Und was mit seinem schlechteren Reifen. So, zur Zeit können wir gucken. Holen sie 4 Punkte auf, wir haben 5 Punkte Vorsprung. Alles klar, bei 9 Punkten. Becker greift Radmanovic an. So fahren wir jetzt weiter. Zeit 0 Punkte, das ist natürlich nicht so schön, aber okay. Wenn Radmanovic wirklich mit 0 Stopp, mit einem Stopp durchfahren kann. Na, sogar noch besser, dass jetzt Becker durch ist. Der ist ein Tick schneller. Na, Becker müsste gerade ein bisschen aufschließen, wenn es geht. Aber mal müssen wir natürlich gucken. So, da waren jetzt noch mehr vorbei. Jetzt wird es wieder deutlich knapper, aber Becker natürlich dran. Scardoni jetzt vorbei an Rambaro. Jetzt greifen wir noch an. Komm schon, Becker. Ja, er muss Platz machen. Ja, dann fahr doch vorbei. Wir sind Siebter. Wer ist in der Box gewesen? Larsen und Levkov in der Box. Wir sind beide auf Soft rausgekommen. Wir können natürlich jetzt noch eine Runde fahren. Die Reifen auf Volldampf verheizen. Dann wirklich mal auf die Supersoft gehen. Dann können wir mal auch entscheiden, ob wir nochmal auf Supersoft gehen oder auf Ultrasoft. Ich werde auch mal den Motor wieder runterstellen. Ja, die Reifen. Wir müssen auf jeden Fall mal 15 Runden halten. Mindestens mal. Deswegen, ja, ein bisschen auf neutral weiterfahren doch lieber. Nur der Bockenstopp soll bitte funktionieren. Ein sehr schöner Bockenstopp. Oh, wir sind an einem Panther auf jeden Fall vorbeigekommen gerade. Und an Navarro vorbeigekommen. Also das heißt, wir sind jetzt direkt wieder hinter einem Kitano direkt. Aber okay, das passt. So, wir stellen wieder runter. Das heißt, wir werden gleich vermutlich schon diesen Panther direkt aufgeschnupft. Und Radmanovic führt das Rennen an und ist direkt schon wieder überholt worden von den beiden Führenden. Aber okay, er muss noch 6 Runden durchhalten, sagen wir mal 7 Runden. Wenn er jetzt in 16 Runden fährt, danach etwas weniger. Also Zeit sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter weg. Also das Rennen dauert zwar noch was, aber Zeit ist McNeil ist auch abgestiegen und Velan kann sich in der Liga halten. Da kommt Levkov. Das sind jetzt natürlich direkte Duelle. Die Reifen sind kalt. Ja, das tut mir leid. Da kann ich dir leider nicht helfen. Du musst mit diesen Reifen durchkommen. Wenn wir jetzt zu viel Gas geben, dann reicht das reicht vielleicht sowieso nicht bis zu dem Punkt, wo wir eigentlich durchfahren wollen. Aber wir werden es probieren. Wenn es jetzt vielleicht 15 sind, reicht es vielleicht nächstes Mal, wenn wir kein Gas geben. Zu etwas 16 Runden. Zu etwas 16 Runden. Tolles Deutsch. Ja, die beiden machen hier gerade einen kleinen Paarlauf. Also die beiden, sobald der eine überholt, ist der andere direkt mit dabei. Oh, Mahadi auf Ultrasoft. Der geht auf jeden Fall nochmal in die Box. Dann ist die Frage, was der für Reifen aufzieht. So, jetzt sind wieder zwei Leute vorbei. So, 12 da wieder. Ja, bei Radmanovic hat es ja letztes Mal auch schon fast wieder funktioniert mit Punkten. Oder hat es funktioniert? Ich weiß gar nicht mehr.
Und seine Form geht natürlich nicht so schön. Das ist, ja, das könnte verbesserungsmäßig sein, aber okay. Danach muss noch eine Runde gefahren werden. Zwar gehen wir vermutlich unter die 25%, aber mit diesem Boxenstopp dann werden wir durchfahren. So, gib mal alles wieder, was du hast. Teilzustand, ja, super. So, auf normal und auf mittel. Super Boxenstopp. Einzige Boxenstopp, den ich natürlich hatte. Und dann gibt er mal Gas. Auf Platz 12 kommt er raus. Direkt hinter Becker, der von Navarro mittlerweile überholt worden ist. Aber die Reifen von Becker halten noch gerade ein bisschen besser. Deswegen, das ist in Ordnung. Da kommt auch vielleicht der Greg Konter. Noch nicht. Mahadi war in der Box, holt sich super soft. Könnte reichen, muss aber nicht. Von hinten kommt wieder Ratmanovic angefahren. Den wir jetzt gleich schon wieder zurückstellen, damit er ein bisschen Sprit sparen kann. So. Okay, das hat jetzt sage und schreibe für 11 Runden gehalten. Ja, machen wir es nochmal. Ah, der ist die ganze Zeit auf schon gefahren. Wir gehen auf Soft. Hier ist jetzt sozusagen ein Sicherheitsstopp. So müssen wir auf jeden Fall nicht mehr in die Box. Wenn wir gerade vorbei sind und Ratmanovic auf jeden Fall vorbei. Und der Stopp von Becker. Perfekt. Ratmanovic damit auf P6. Nach vorne gerutscht. Hamilton hinter ihm. Der muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Scardoni und Mahadi. Boah, Fragezeichen. Da könnten die Reifen am Schluss genauso sein wie die von Ratmanovic selber. Becker zurzeit nur auf 16. Da traue ich dem Braten nicht so ganz. Der kann ein bisschen da jetzt pushen zwar. Auf Platz 5. Levkov natürlich vor uns wieder raus. Ist deutlich. Die ersten vier sind sowas von weit weg. Hamilton muss bald in die Box. Wenn der noch ein bisschen natürlich die Pandas aufhält. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber die sind beide schon vorbei. Das ist natürlich nicht so schön. Das macht Becker. Der muss noch an Quee vorbei. Dann gehen auch mehrere noch in die Boxengasse. Reparaturshop bei Chuck Quet. Damit ist er 12. Und das sind wir zurzeit, ja, so mitten im Sandwich der beiden Gitanos. Fox schon vorbei an Ratmanovic. Ja, ist ja nicht schlimm. Vermutlich verliert er, kommt er komplett aus den Punkten, aber ich glaube, das ist jetzt sogar zügiger, als wenn der wirklich auf 2 Stopp gegangen wäre. Ich weiß noch nicht mal. Wenn man natürlich ein bisschen mehr Stops macht, kann man ein bisschen mehr pushen. Aber wenn wir jetzt reinholen, dann ist es auch zu spät. Also lassen wir den lieber mal ziehen. So, Mahadi bald dahinter. Der hat aber auch schon die Hälfte der Reifen verbraten. Okay, Becker kann mal ein bisschen mehr pushen. Wir müssen bei dem langsam mal wieder in den Spritplus kommen. So, hier kommt ein kleines Duell, aber das ist zurzeit Aufhängung. Was ist mit deiner Aufhängung los? Was? Wieso? Was hast du denn falsch gemacht? Ich mache die Aufhängung. Warum? Normal ist die Aufhängung noch nicht mal so schlimm, aber okay. Wir werden durchziehen. Und solange Ratmanovic jetzt ihn aufhält, die Mahadi, kann das natürlich sein, dass es funktioniert. Du darfst mehr Motorleistung freisetzen. Der kommt nicht an Navarro vorbei. Und kann sich damit wieder ein bisschen absetzen. Das ist schon mal sehr gut. Also hier ist der Kampf, würde ich sagen, fast schon entschieden. Die haben über 30 Sekunden Rückstand auf die. Ja, die müssen auf jeden Fall einen Podestplatz holen. Das haben wir, oder habe ich schon in der letzten Folge mal gesagt. Ein Podestplatz ist bei denen schon fast Pflicht, damit die uns überholen können. Und so haben wir jetzt bisher auch nur einen Punkt sogar abgezogen. Na, ja, die Reifen gehen vermutlich am Schluss komplett hinüber. Becker natürlich ziemlich, ja, schade.
Aber er hat natürlich auch vier Reifen noch, ne? Da kann noch was passieren. Auch wenn es ziemlich viel Zeit ist. Oh, Scardoni in der Boxengasse. Natürlich ziemlich gut jetzt für Radmanovic. Und was macht Becker? Vorbei an Navarro. Schönes Ding. Haben wir natürlich ein paar Fahrer noch, die natürlich Probleme kriegen jetzt mit ihren Reifen. Darunter auch jetzt Mahadi und auch Radmanovic, aber der wird das durchziehen. Da kommt Becker. Der mittlerweile keinen Sprit mehr hat. Zu Mourinho gewinnt. So, letzte Durchfahrt. Nehmen wir mal in langsamem Tempo. Radmanovic wird Sechster, holt wichtige Punkte und auch damit den vierten Platz in der Teamwertung. Becker schafft es noch kurz vor Ziellinie, Calavancianti zu überholen. Und dann eigentlich nur auf Platz 10 zu kommen. Da muss man wirklich fast schon sagen, die Einstoppstrategie war am Schluss dementsprechend die bessere Variante als die Zweistopp. Okay, Becker mussten wir natürlich jetzt auf Zweistopp setzen. Allein schon wegen den Ultrasofts im Start. Aber mit dem Ergebnis kann ich auf jeden Fall leben. Und das ist zumindest mal ein Anfang für die nächste Saison auf jeden Fall, wenn wir so weiterfahren. Ist auf jeden Fall machbar noch, auch nächstes Jahr wieder Vierter zu werden. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn die Fragen Fünfter oder Sechster, werde ich eher Platz 6 angeben. Damit unser Job auf jeden Fall gesichert ist. So, die holen sogar keine Punkte. Das heißt, wir holen 3 Punkte davon. Und haben am Schluss 12 Punkte Vorsprung. Eine Runde mehr und Becker wäre vermutlich auch noch fast in die Punkte gefahren. Aber die werden vermutlich auch noch vorher noch in die Box gekommen. So, Becker wird in der Fahrerwertung 7. Radmanovic 9. Flores wird Meister mit 26 Punkten Vorsprung. Oh, das ist deutlich. Teamwertung gewinnt Steinmann, Forosini, Panther. Unser Team ist doch noch 4. geworden. Das hätte ich nach dem Start der Saison jetzt so nicht erwartet. Aber meistens haben wir so ein bisschen Probleme am Start, im Anfang der Saison. Absteigen tut McNeil. Auch wenn beide punktgleich sind, hat WLAN dann wohl bessere Ergebnisse gemacht. So. Dann werden wir ja in der nächsten Folge auf jeden Fall die Verträge der Boxencrew komplett verlängern, weil wir müssen wieder nachtanken. Dann auch noch die Chefs, also unsere Ingenieure und so, pipapo, alles gucken, wie lange die Verträge noch laufen. Fahrer bleiben für nächste Saison auf jeden Fall die gleichen. Also Radmanovic hat mich jetzt in den letzten paar Rennen doch ein bisschen überzeugt, dass wir auf den bauen können, solange nicht wieder der Kultur beitritt. Dann ja, können wir mal gucken, wer eigentlich aufsteigt und absteigt. Also wir, ja, das ist auf jeden Fall klar, McNeil steigt ab. Wenn natürlich, die Frage ist, Cresata Corsa aufsteigt. Okay, haben es also Krüger nicht geschafft durchzuziehen. Schade eigentlich. Ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn Krüger aufsteigen würde. Dann Thornton steigt ab. Die waren mal in der ersten, also in unserer Liga jetzt. Und gehen jetzt in die unterste Liga. Da sieht es auch ziemlich knapp aus. Ich tippe auf Firebird. Yep, Firebird gewinnt vor Dragon. Die es leider auch nicht geschafft haben. Auch noch am Schluss kassiert worden. Und Eastwood ist letzter in der Meisterschaft. Also wenn wir jetzt das Team wechseln würden, was ich ja so dementsprechend vorhätte mit zum schwächsten Team der zurzeitigen European Racing Series gehen oder halt noch ein paar Jahre in den GT-Sport, würden wir halt Eastwood schon fahren. Das wäre schon eine kleine Überraschung, weil das eigentlich das Team ist, das am Anfang um den Titel kämpft, wenn man selber die Herausforderung oder eine Karriere anfängt in der untersten Liga, wenn man nicht gerade selber ein Top-Team fährt. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in der nächsten Folge dabei seid, wo es in die Entwicklung, die Verträge und allem drin und dran geht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.